Die Fake News der letzten 6 Monate über die beiden Kanzlerkandidaten waren 29% über Laschet und 71% über Baerbock. Die verspielen den Wohlstand Deutschlands. Die Automobilindustrie ist nicht irgendeine, ist eine der wichtigsten Kernsäulen der deutschen Wirtschaft. Und da geht halt nicht, es ist nicht nur ein Klimathema, es ist auch ein Wirtschaftsthema. Ich rede viel mit Leuten in Afghanistan, ich rede viel mit Leuten in Belarus. Und das sind Leute, die auf Todeslisten sind, die verhaftet werden, die ins Gefängnis kommen. Du wärst ja, aus dir wäre ja auch fast ein Rapper geworden. Wieso hast du dich dagegen entschieden, dann doch und ein bisschen in die Politik? Ich hatte kein Talent. Und Agro hat mich angerufen. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rooster, eine neue Folge von Was Luft. Freunde, yes, yo, diesmal am Start mit uns Omid Nuripur, seines Zeichens politischer Außensprecher der Grünen. Die Grünen, ganz genau. Aus Frankfurt. Er ist natürlich Eintracht Frankfurt-Fan, ganz klare Sache. Er ist auch Rap-Fan. Und ein sehr angenehmer Dude, muss ich sagen. Sehr geiles Gespräch, muss ich sagen. Das ist keine Wahlempfehlung. Wenn ich sage, er ist ein angenehmer Typ, sehr sympathisch, wir haben uns gut verstanden, heißt das nicht, dass die Politik gut ist. Das weiß ich nämlich nicht. Das müsst ihr entscheiden für euch. Bundestagswahl ist ja jetzt demnächst, unten alles verlinkt. Freunde, zieht euch mal das Gespräch rein. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Freunde, ich halte das Intro. Ich küsse doch euer Intro. Ja. Wo bist du denn eigentlich gerade? Ich bin in Berlin jetzt gerade. Hier, wir sind hier im Office in Berlin. Wir haben hier so ein Office für diese Sachen. Wohnst du da oder was? Nee. Ich bin eigentlich Essener. Ich bin aus NRW, Essen. Aber wenn du, ich habe einen Hintergedanken natürlich. Wenn du irgendwas mit der Blase zu tun hast, ja? Ja. Also nicht mit, du weißt schon, nicht mit Pipi machen. Ja, so. Ich hab schon verstanden. Wenn du was mit der Blase zu tun hast und Eintracht-Fan bist, ja, dann kannst du auch Mitglied werden bei meinem Fanclub. Siehst du das hier? Kannst du das sehen? Ja, das ist ein Truthahn. Kennst du das nicht? Nein. Ich habe heute einfach den Frankfurter Anzug an. So, das ist Chabos, das sind die Klamotten von Haftbefehl. Ja. Und das ist der Verein. Und das habe ich nur gemacht, um ein bisschen, sagen wir mal, das Eis direkt mit dir zu brechen. Du bist Nein, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, das von Hafti, das tragen wir schon mal ab und zu. Und das hier habe ich hier von unserem Kameramann geschenkt bekommen, schon vor langer Zeit, als er bei uns angefangen hat. Das war sein Gastgeschenk. Ich will keine Ungläubigen, nur weil sie zahlen. Vergiss es. Nee, aber Frankfurt ist, ich bin wirklich gar kein Fußballfan, muss ich sagen. Ach, aber es gibt ja 2, 3 Vereine, die sind da so, auch für mich, sehr angenehm, sehr beliebt, weil die einfach auch ein bisschen die richtige, ich sag mal, politische Einstellung haben. Und man hört da hier und da schon was. Beziehungsweise ich höre den ganzen Tag von unserem Kameramann alles über Frankfurt. Ja, aber warum wird der da nicht Mitglied in meinem Fanclub? Werd mal Mitglied in seinem Fanclub, sagt oder er. Oder bist du ich weiß ja nicht, wie du bist und wer du heißt, und ich sehe dich nicht. Also, komm mal einmal kurz ein Bild, komm mal hier rüber. Wenn du bei Berliner Adler bist, die der geilere Fanclub sind als wir, weil die sind normale Leute, Gude. Hi. Bist du bei den Berliner Adler mitmachen oder bei uns? Aber mach, Alter. Bist du Berliner? Nein, er ist Frankfurter, er ist auch im Verein. Er ist auch Mitglied. Also, wohnst du in Berlin oder wohnst du in Frankfurt? Nein, wir wohnen in Frankfurt. Frankfurt, ich bin nur zum Arbeiten hier. Der kommt nur hier zum Arbeiten. Ich auch. Der ist witzigerweise auch Iraner, der in Frankfurt gelandet ist. Die sind überall, diese Leute. Ey. aber hast du einen eigenen Fanclub oder du meinst generell Frankfurt Fanclub? Ich bin der Vorsitzende, ich habe ihn selber gegründet, den Fanclub der Eintracht im Deutschen Bundestag. Ach ja, ja, okay, davon hatten wir noch, das habe ich ganz vergessen, dieser Bundestag-Fanclub. Läuft bei dir. Du unterwanderst jetzt im Bundestag die Vereine. Since 2012. Wo bist du? Das sieht so aus, als ob du dich hochgeschleppt hast in Dachboden bei dir zu Hause. Ja, so ist es. Ich hab ein kaputtes Knie, das Hochschleppen ist echt scheiße. Weil ich habe nämlich, ich war vor 3 Tagen beim Orthopäden, dann hat er gesagt, sie wollen noch 2 Wochen durch die Gegend hüpfen. Ich sagte, ja. Und da sagt er, viel Spaß. Sie haben sich in Meniskus angerissen. Ach du Scheiße, wie ist das denn passiert? Ja, das ist eine lange Geschichte, die kann ich an eher nicht erzählen. Aber ja, entspannt. Okay. Also du musst ja jetzt, jetzt ist ja Wahlkampf noch, ne? Also 2 Wochen sind es nicht mehr, aber so 10 Tage bestimmt, noch 11 Tage. 9, heute ist Freitag, ne? Ich habe gar keine Zeit für, ne? 9, ja. 9, 9. 9.
Heute ist Freitag, ich gucke gerade, 17. nächste, ja, dann, Alter, ja, dann, ja, bist, wie ist das Gefühl, erzähl mal, ich habe ja hier auch dauernd, wir haben ja hier auch dauernd Musiker am Start, Rapper und so, die dann kurz vor Release ihres Albums stehen, dann haben die auch nochmal die letzten Promo-Züge und so, und es hat sich in der Musikszene ein bisschen verändert, durch die Digitalisierung und durch auch Streaming, es ist nicht mehr ganz so wild wie früher, früher war es wirklich so, ey, wir müssen noch ein Interview, noch ein Post, die Posting uns geplant und so. Das ist bei euch auch so, ne? Also danach ist erstmal eine Woche schlafen gehen. Ja, das wäre schön, ne? Bei uns ist genau so nicht, weil wenn wir nicht alles falsch machen, dann gibt es ja möglicherweise nach der Wahl mehr zu tun als vorher. So, also wir reißen uns jetzt gerade alle im Bein aus, machen Wahlkampf, du hört sich so, ist normal. Und gerade bei der Zahl der Leute, die noch nicht entschieden sind, es ist ja oberkrass, wie die Leute unsicher sind, ja. Ja. Und nicht wissen, was sie wählen sollen. Das lohnt sich erst recht, bis zum letzten Meter irgendwie zu rennen, wie ein Wahnsinniger. Und dann ist Wahlabend. Und dann hoffe ich, dass ein einziges Mal, ey, seit ich denken kann, einmal nicht am Wahlabend alle sich zum Sieger erklären. und dann werden wir sehen, ob es rechnerische, wie die rechnerischen Mehrheiten aussehen, wer mit wem so. Und ja, dann die Tage danach sehr, sehr viel alle miteinander reden müssen und eine Regierung vorbereiten müssen. Das heißt, die echte Arbeit fängt erst nach dem Wahlkampf. Nee, klar, also das ist ja klar. Dann ja, ausschlafen, das ist super süß von dir. Ja, aber es wird ja wohl kleines bisschen, ich meine, eine Erleichterung danach geben, auch vom Time, vom Zeit her. Ich meine, danach geht doch das normale Leben weiter wieder. Aber gut, also gut. Aber das normale Leben hat ja 80 bis 100 Stunden die Woche. Alter. Ihr Politiker, ihr arbeitet so hart, das tut mir richtig leid. Ja, danke. Ich Opfer genannt, ja, super. Ich glaube, es gibt zwei gute... Nein, jetzt im Ernst, wir verdienen... gut. Scheiße gut, genau, ganz genau. Gut Geld, das steht ja alles im Abgeordnetengesetz, wie viel wir verdienen. Mhm. Wir kriegen dieses Geld und wir wissen vorher, dass es 80 bis 100 Stunden die Woche sind und haben echte Privilegien ohne Ende. Deshalb zum Rumheulen gibt es echt keinen Grund so. Nein, also ganz ehrlich, du bist jetzt auch keiner, der bekannt wäre für Rumheulen. Das ist ja, ich glaube, so wie ich dich beobachte und wie wir dich auch im Zuge der, mit wem wollen wir sprechen und wen haben wir uns angeschaut. Womit muss ich sagen, du bist jemand, ich glaube, du bist so leidenschaftlicher Politiker und das ist verrückt. Wer ist denn in deinem Alter und der so lange dabei ist, noch leidenschaftlich? Du hast ja noch Spaß, du bist ja verrückt. Ey, das ist so eine Antikablein, was willst du mir eigentlich sagen? Ja, aber du bist so, das kann ja gar nicht sein. Die Leute. Alter, so leidenschaftlich. Ja, aber es hört sich echt so an, als ob du noch Spaß hast, ey. Unglaublich. Spaß ist kompliziert. Ich sag dir mal ein Beispiel, ja. Ich war sehr, sehr viel in Ländern um Syrien seit 2011. Mhm, ja. Vor aus Syrien, aber seitdem in den Ländern rum. Libanon. In Libanon gibt es keine Flüchtlingslager für die Syrer, sondern es gibt Zelte auf Müllhalden, wortwörtlich. Mhm, ja, das Bild kenne ich. So ein Zelt auf einer Müllhalde meiner Familie getroffen. Die hatten da war ich, glaube ich, neun, einen Jungen gehabt. Der war komplett vernarbt, weil er ganz oft schon operiert worden war an der Niere. Mhm. So, und die haben mir gesagt, dass die jetzt kein Geld haben, die Niere rauszunehmen. Ja, obwohl die Ärzte in so einer Klinik sagen, die Niere muss raus. Und die waren total verzweifelt, weil die konnten ja die Miete schon nicht zahlen. Die mussten ja Miete zahlen für das Zelt auf der Müllhalde. Oh mein Gott, ja. Ich glaube, die konnten sich leisten, was auch immer. Ich habe diese Röntgenbilder mitgenommen. Ich habe die deutschen Ärzte gezeigt und die waren alle irritiert und haben gesagt, nee, die Niere ist eigentlich gestresst, aber die muss man nicht rausnehmen. Das Kind muss mehr trinken, man muss mal gucken, dass der Blutdruck nicht zu sehr steigt. Mhm. Habe ich zurückgeschickt, hat sich herausgestellt, es gibt eine grassierende Organhandelmafia und die wollten halt die Niere von diesem Kind. Ach so, die haben mir eine falsche Info gegeben, damit die Niere bekommen. Ja, Alter. Und das ist einfach nur ekelhaft. Und ich habe diesem Kind die Niere retten können, nicht weil ich toll bin, sondern weil mein Job mir die Möglichkeit gibt. So, und wenn ich morgens um 5:30 irgendwie mich versuche aus dem Bett zu quälen, nachdem ich nach Mitternacht reingekommen bin, fallen mir solche Dinge ein, ja, die der Job möglich machen. Und das ist das ist die Ehre und das Privileg meines Lebens. Und deshalb, oh Gott. Wow. Ja. Wow, crazy. Ja, Spaß, sondern wenn du sowas mal im Leben durchgemacht hast und mitgemacht hast,
Dann weißt du, warum du das machst. Dann geht es nicht um Spaß, da geht es um Wichtigeres. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also mit Spaß meine ich ja, man merkt dir da, also man spürt schon, dass du, ich weiß nicht, ich schaue mir ja jetzt im Zuge der Bundestagswahl, schauen wir uns ja immer viele Interviews an oder schauen uns auch dieses Triell oder Duell an. Muss schon sagen, sind schon einige Menschen dabei, die wirklich, die sind so robotermäßig unterwegs. Ich verstehe auch, dass man nach 100 Mal dasselbe gefragt werden, robotermäßig unterwegs und so, aber es ist echt hart. Es ist hart Business. Also es ist hart, ja, ich weiß nicht, also. Ja, es gibt ein Autopilot, ja? Ja, genau, das ist das, was ich meine. Scholzomat haben die gestern auf ProSieben gesagt, der Scholzomat. Wenn du, ich kann es von mir selber nur sagen. Es gibt so Momente, wo ich keine Ahnung, 6.10 Uhr ein Radiointerview habe am Telefon. Ja, dann. Und dann liege ich halt immer noch irgendwie, ich habe mich aus dem Bett gequält und liege, wie soll ich das sagen, leicht bekleidet, irgendwo auf einer Couch oder auf dem Teppich. Oh nein, jetzt ist er kurz weg. Bei uns war Internet, weil bei uns ist top, sehe ich. Also das müsste ein Problem bei dir gewesen sein. Kannst du noch mal bitte sagen, leicht bekleidet, wartest du auf ein Radio? 6 Uhr morgens und dann ist klar. So liege ich, keine Ahnung, auf dem Teppich oder auf der Couch so mit irgendwo hier, irgendwo am Kopf so ein Handy. Und dann gebe ich ein Interview und 3 Tage später höre ich mir das an und denke, ey, das war druckreif, wie hast du das gemacht? Du warst sogar nicht wach. Ja, ja. So, das ist Autopilot, aber damit du das kannst, brauchst du nicht nur Routine, du musst auch natürlich die Substanz dafür haben. Du musst dich ja irgendwie vertieft haben und das Zeug wirklich aufgesaugt haben. Ja, ich glaube, in solchen Momenten merkt man dann auch die Sachen, die man sagt, wie sehr man hinter denen steht. Dann passieren nämlich auch nicht solche Fauxpas, wie plötzlich sagst du was anderes oder ein bisschen eine Talkshow und dann sagen die mal, letztes Jahr hast du was komplett anderes gesagt. Aber das meinte ich bei dir. Ich glaube, die Sachen, die du sagst, also ich glaube dir das, die Sachen, die du sagst, man merkt, dass du da so voll für brennst. Ich muss leicht bekleidet sagen, das sagst du. Nee, aber ganz ehrlich, das erste Interview, glaube ich, jemals, was wir je gemacht haben, und ich habe Interviews gemacht, keine Ahnung, 3000 oder so, wofür ich jetzt hier, Dicker, wir haben eine Stunde gepennt, wir haben gestern noch Livestream gemacht, und dann habe ich zum unserem Kollegen, der das hier organisiert hat, Ilja, gesagt, 9 Uhr morgens, willst du mich verarschen, warum? Warum? Aber okay, für dich machen wir das und für die Bundestagswahl, ich verstehe das. Ich habe auch noch, du weißt nicht, wie unten, also unten herum bin ich leicht bekleidet, das ist ganz keine Frage. Oh Mann. Sag mal, lass mich mal was fragen über die Grünen. Wenn die Grünen nicht die Grünen hießen, wie würdest du sie nennen? Wie könnte man sie nennen? Damit man vielleicht auch so inhaltlich versteht, was da los ist. Weil, also vielleicht sage ich dir, wie ich da auf die Frage komme, weil wir schauen, wir haben immer super viele Kommentare, auch in der letzten Zeit, wenn wir Leute aus der SPD oder wir hatten die Partei da und so, und dann steht da immer, ey, Roos, das ist doch gar keine SPD, die sind links, die sind nur noch links. Und dann denke ich so, okay, wenn SPD links ist, die CDU hat einen Linksrutsch und das, also was hat eigentlich kein Linksrutsch gerade, ne? Alles wird ja so mit Linksrutsch. Dann denke ich mir, ja, wofür stehen die Grünen? Was ist das? Also ist es noch das, wofür, mit dem sie angefangen haben? Weil als ich das letzte Mal Grüne gewählt habe, war Joschka Fischer noch da. Da hat der gesagt, war an meiner Schule damals, hat er Dings gemacht, Wahlkampf, und meinte mit uns, der war cool mit Jeans, mit uns gibt es keinen Krieg. Und dann haben wir ihn gewählt. Den Rest kennst du. Also wie, was? was sind die Grünen? Für was? Also wie würden die heißen, damit man es sofort kapiert? Wie würden die heißen, ist extrem kurz. Die Antwort auf den Rest der Frage ist lang. Mach beides oder mach die lange. Wenn du sagst, wie sollen wir denn sonst heißen, würde ich sagen, wir sind die Ökos oder die Klimaschützer. So. Aber Ökos ist, glaube ich, normal mehr so deutsch so. Also, die Grünen haben sich ja gegründet aus verschiedenen Bewegungen. Die ökologische Bewegung, also die Umweltschützer, die Frauenbewegung, die Friedensbewegung und das, was in den USA Civil Rights Movement heißt. Ja. So, die Ziele all dieser Bewegungen sind immer noch DNA. Die sind konstituierend, ich muss jetzt mal Deutsch reden wieder,
Die sind ich verstehe es schon. die sind unverrückbar. Die sind für uns einfach weiterhin hochrelevant. Ja. Was sich geändert hat, ist erstens die Realität. Wir leben halt nicht mehr im Jahr 80. Das hat sich in ganz vielen Stellen verändert. Zweitens, also damals hieß das Waldschützen, Naturschützen, Tierschützen. Heute ist es Klimaschützen, weil es alles ist. Und der Klimawandel lief schon auch im Jahr 80, aber nicht in der Form, nicht in der Geschwindigkeit, nicht in der Sichtbarkeit, nicht in der Erforschtheit durch die Wissenschaft wie heute. Zweitens, haben sich teilweise, weil die Realität sich verändert hat, dann dementsprechend Methoden verändert. Ja. Und auch natürlich durch unsere Geschichte echt viele Fehler gemacht. Und deshalb haben wir uns geändert. Wir haben uns an vielen Stellen verändert. Ich sagte mal das lustigste Beispiel. Bitte. Die Grünen waren 83 das erste Mal im Bundestag und haben sich eine Geschäftsordnung gegeben, also eine Grundlage gegeben für die Arbeit. Und da steht der Satz drin, den Einsatz von Computern lehnen wir aus Datenschutzgründen ab. Man muss sich natürlich ändern, damit man da weiterkommt. Damit man auch tatsächlich weiter Lösungen auch anbieten kann als Partei. Sonst, ich meine, mit dem Zeug, was wir in den 80ern erzählt haben, kommst du heute nirgendwo mehr hin, weil es auch nicht mehr mit der Realität. Ja, Realität, ja, klar. Ja. So, jetzt will ich mal ein Beispiel sagen an der Sache. Du hast die Kriegsgeschichte gerade gesagt. Wir haben sehr, sehr lange dieses Thema diskutiert und das ist ja mein Alltagsleben quasi als Außenpolitiker und früher als Verteidigungsheini. Unsere Position heute ist die, wir sagen erstens, Anwendung militärischer Gewalt führt immer zu Übel. Zweitens führt die Unterlassung manchmal zu größerem Übel. Mhm. Deshalb muss man darüber dann nachdenken. Drittens, ich sage gleich auch ein Beispiel. Drittens, trotzdem löst Militär kein Problem. Militär schafft aber vielleicht in einzelnen Fällen Zeitfenster für Politik, Mediation, für Diplomatie, für Entwicklungszusammenarbeit, für, damit man Probleme lösen kann. Wenn die Dschihadisten von ISIS gerade die zweitgrößte Stadt vom Irak, Mosul, überrannt haben und jetzt auf Bagdad zu rennen, dann musst du die erstmal stoppen. Die wollen auch nicht verhandeln, du musst die einfach stoppen. So, und das geht nur mit militärischer Gewaltanwendung. Das ist das Thema. Aber trotzdem ist der Irak heute, obwohl ISIS damals militärisch besiegt worden ist, alles andere befriedet, weil der Rest nicht gekommen ist, was ich gerade gesagt habe. Weil die sunnitische Minderheit im Irak weiterhin das Gefühl hat, dass sie von der schiitischen Mehrheit hart unterdrückt wird. Und das sind halt die Momente, wo du merkst, du hast da einfach mal die Zeit kurz angehalten, aber dann ist der Rest, was hätte kommen müssen, damit du die Scheiße in den Griff kriegst, nicht gekommen. Ja, also Veränderung verstehe ich natürlich, ist ja auch klar, man fängt ja auch als junge Partei an mit vielleicht mehr Ideologie, mehr Wunsch und dann kommt irgendwann Realpolitik oder auch die Wissenschaft ändert sich, die Welt ändert sich und so weiter. Und ist irgendwo verständlich, aber ich muss sagen, ich habe noch schon lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass die Grünen sind wie jetzt, weil aber auch durch diese ganze Umweltschützerbewegungen, Greta Thunberg, Luisa Neubauer und so weiter, ich muss sagen, das spielt euch natürlich, ich will jetzt nicht sagen in die Karten, das hört sich so negativ an, aber ich glaube, das hilft euch auch, dass die Leute so ein Umweltbewusstsein wieder haben. Ich glaube, die jetzige Generation ist auch ein bisschen sauer auf die letzte Generation, dass sie sagen, ey, ihr habt nur Flossen und ihr habt nur gerappt und cool und Rolli und alles. Muss ich ja sagen, ich bin ja noch eine Generation davor geboren, aber ich will nur sagen, es ist ja so, es war ja eine Zeit lang wirklich, in meiner Jugend war politisch sein oder politisches Denken, ich meine, ich bin aus dem Iran, ich bin ja Flüchtling sozusagen aus dem Iran, so ein bisschen wie du. Daher war politisch zu Hause reden oder über Sachen politisch sehen völlig normal, also wirklich völlig normal, war gar nicht speziell irgendwie. Dann erinnere ich mich aber auch an die Phase, wo das voll uncool war, politisch zu reden oder politische Ansichten zu haben oder mit Freunden darüber auszutauschen. Völlig uncool, es war nur noch Flossen und cool und also anders auf jeden Fall, lockerer sein, nicht nachdenken. Jetzt die Generation, die gefällt mir persönlich wieder besser und ich muss sagen, das hilft den Grünen total. Ich merke ja auch so ein bisschen, wie CDU abkackt, weil die sowas gar nicht, das hat die ein bisschen überrollt, glaube ich. Ne? Das spielt euch gut in die Karten, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja. Aber ganz ehrlich, auf der einen Seite hast du recht,
Auf der anderen Seite, schön für meine Partei, aber es hilft ja nichts. Na gut, weil, ich meine das Bewusstsein und dann die Wähler auch. Also die werden. Aber es gibt ja in der Sache nichts, weil die Leute rennen ja auf die Gas, weil sie sehen, wie gerade der Planet auseinanderfällt. Und das ist ja, ein bisschen die Frage, was den Grünen hilft so. Und das ist halt einfach. Nein, ich meine, es ist ja so, es hilft ja den Grünen, um dann sozusagen eventuell gewählt zu werden, in den Bundestag zu kommen und dann ein paar Punkte auch durchzusetzen, um den, ich sag mal, in Anführungszeichen Planeten zu helfen. Weil es gibt ja die Parteien, es gibt ja, weil ich meine, ist ja kein Spaß, CDU, die glauben das einfach nicht. Beziehungsweise es ist nicht in deren Programm. Und dann denke ich so, Leute, es ist aber auch wirklich beinahe 5:12 so. Also wenn man das glaubt. Es gibt ja auch noch genug Leute, die das nicht glauben, die dann auch, die das auch twittern. Also Politiker aus dem Bundestag, die twittern, yo Leute, dieses Märchen von der Umwelt, habe ich gerade noch gelesen. Wer hat das geschrieben? Auch jemand, bla 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 auf Twitter, MDB. Dieses Märchen von Umwelt. Was? Was für ein Märchen? Das ist verrückt. Ich war gestern auf einem Panel in der Schule in Frankfurt und da gab es einen Vertreter der Nazi-Partei im Bundestag. Und der hat das noch feiner gemacht, in Anführungsstrichen. Der hat gesagt, ja, der Klimawandel, den gibt es, wir leugnen den nicht. Aber der ist halt nicht menschengemacht. What? So, okay, wow. Aber hä? Ja, okay, dann ist er halt nicht menschengemacht, aber wir müssen doch draufhalten dann irgendwie, ja, oder wir müssen auch was tun. Nee, das waren nicht Menschen, das waren Eichhörnchen. Eichhörnchen. Oh Mann, aber sag mal, ist das, bist du da im Thema, was das angeht? Weil könntest du uns mal ein, zwei Sachen sagen, wo du sagst, pass auf, dass wir, ob wir jetzt gewinnen, ob wir verlieren als Grüne, ob wir reinkommen, ob wir Politik machen, ob wir regieren oder nicht. Also Leute, bitte, isst kein Fleisch mehr oder so. Weil ich lese mal, das wäre so ganz, ganz gut, auf Fleisch zu verzichten oder nahezu zu verzichten, um der Umwelt zu helfen, dann, was weiß ich, Kurzflüge zu lassen und so weiter. Gibt es da vielleicht ein, zwei Sachen, wo du sagst, ey, du, das ist noch wichtiger, daran denkt keiner. Es gibt tonnenweise Sachen, die man machen muss. Das Wichtigste ist aber ehrlich gesagt die Geschwindigkeit. Ja. Das Wichtigste ist, dass man nicht sagen kann, ey, wir lassen mal in fünf Jahren anfangen. Ja. Man muss gestern anfangen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, aber ehrlich gesagt, die Hausaufgaben liegen in erster Linie bei uns in der Politik. Es ist, Leute, wenn ihr guckt, als ihr für Plastik oder Fleisch irgendwie ein bisschen reduziert, ist super, aber das ist groß, aber der Job ist bei uns. Darf ich mal einen Werbeblock im Übrigen hier einführen? Alles Enisa Amani hat einen so geilen Film gemacht. Enisa Amani hat ihren ersten Film gemacht als Regisseurin und der heißt Fish Boom Bang und der ist so halb animiert, halb nicht und die eine Hälfte, kennst du den? Ich habe tatsächlich gesehen, weil einer meiner Kumpels hat da eine Stimme gemacht, Manuelsen, der Rapper, vielleicht kennst du ihn. Manuelsen ist ein Kumpel von mir? Können wir heiraten? Wie? Boah. Guck mal hier, siehst du das hier? Geil. Siehst du das? Ja, normal. Ich habe sein Buch gesprochen. Spiegelbester, da ziehst du es hier rein. Ich schicke dir eins zu, müssen wir ihn einem zuschicken. Ja, eine CD für den alten Omi, der hat noch CD-Player bestimmt. Wer hat noch CD-Player? Der Verlag schickt mir so CDs, da habe ich so gesagt, Freunde, danke, aber wer hat CD-Player? Nein, ich mache Spaß, Omi, entschuldige. Also, durchaus, wir kennen uns sehr lange. Und, der war im Übrigen, jetzt muss ich noch eine Klammer in die Klammer schieben. Bitte. Weil die Enisa hat sich vorne hingestellt und natürlich allen gedankt und war sehr funny, wie immer sie halt so ist, so immer auf Speed und großartig. Und dann sagte sie zu Manuelsen, ey, ja, der hat gesagt, der kommt so. Und dann sagte er, ja, wann ist denn das eigentlich, fragte er gestern. Und dann rief er heute Mittag und ich rief ihn an und sagte, ja, kommst du jetzt? Und sagte, ja, ich komme, ich bin in Istanbul, ich werde jetzt noch operieren. Ja, ganz normal. Ja, so muss man sagen. Der Film ist sozusagen zur Hälfte in der Kokswerkstatt, in der anderen Hälfte animiert am Südpol, also im Antarktis und das Thema ist eigentlich, ey, Leute, Bandenkrieg, Koks verchecken, Rassismus, Sexismus, ist alles wichtig. Aber das alles geht nicht mehr. Ja, klar. Wenn der Planet weg ist, können wir auch keine Rollies mehr tragen und angeben. Ja, genau so. Ja. So, und dann erzählte sie, dass sie jetzt Greenpeace-Botschafterin ist. Und dann saß die Greenpeace-Frau da und da sagte sie, die kam zu mir und fragte, möchten Sie Greenpeace-Botschafterin werden? Und ich sagte, ich fahre einen AMG, Mann.
Ja, und so. Und jetzt ist die Grüne. Aber es wäre schön, wenn sie es nicht macht. Aber das Thema ist weit größer als das Einzelverhalten von einzelnen Leuten. Es ist super. Deshalb ist es der Job von meiner Kaste, dass Bahnfahren attraktiv ist und ja, gut ist und es nicht billiger ist, weil die Mehrwertsteuersätze zum Beispiel halb so hoch sind bei Flugverkehr. Dankeschön. Ja. Von Frankfurt nach Nürnberg, das geht glaube ich nicht mehr. Ey, das ist Frankfurt-Nürnberg, da gab es Flüge mal. Ja, da das ist so nur. Ja, ja. Das ist total wahnsinnig. Und das ist die Frage von Kohleausstieg. Das ist mit Abstand das größte Thema, dass wir endlich runterkommen, so schnell es geht von Kohleverbrennen. Das ist die Frage von Wegkommen vom Verbrennungsmotor die nächsten 9 bis 10 Jahre. Zumindest, dass keine neuen mehr zugelassen werden. Aber es ist nicht nur ein Klimathema. Das ist das Wohlstandsthema für alle. Ich will mal ein Beispiel. Ja. Vor ein paar Wochen geredet mit einem chinesischen Automobilbauer. Der baut Elektroautos. Da sagt er mir total stolz, ja, wir werden jetzt die nächsten 6 Monate mit dem 1000 Kilometer Akku auf den Markt kommen. Krass. Okay. Wow. Ja. Wow. Das heißt, ihr zieht den deutschen Autos einfach davon. Ja, aber dauert ja ein bisschen, bis wir das in guter Qualität und in der Breite, aber wir sind dran. Und dann sagt er, dann sage ich, wie macht ihr das mit der Ladeinfrastruktur? Weil das, wenn du ein Elektroauto hast, musst du ja irgendwie erstmal wie irre suchen und dann stehst du ja 5 Stunden rum, bis das Ding geladen ist. Da sagt er, wir machen jetzt so Testfahrten, so Pilots von Peking nach Shenzhen sind 1000 irgendwas Kilometer. Alle 100 Kilometer gibt es eine Ladestation, wo du aber nicht hinfährst und lädst, sondern hingehst und deinen Akku rausholst und einen neuen Akku einfach rein. Oh nein, das war immer meine Idee. Scheiße. Ich habe immer gesagt, entschuldige für die Unterbrechung, aber ich habe immer gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, weil Akku hat ja eine physikalische Begrenzung und die Geschwindigkeit des Aufladens ist ja seit Jahren erreicht. Man müsste was Neues erfinden sonst. Aber erzähl bitte weiter, ich wollte nicht unterbrechen. Du hast ja recht, ich meine, das ist nicht für den 1000er Akku, den er da jetzt erzählt, weil der 1000 Kilometer Akku ist 600 Kilo schwer oder so. Ja? So, deshalb ist das nicht dafür. Ja. Und dann sagt er, total stolz, wir haben gerechnet, so ein Akkuwechsel ist 3,5 Minuten schneller, als wenn Sie an der Tankstelle 60 Liter Diesel tanken. Krass. Oh. So, und dann noch etwas, das hat er nicht erzählt, aber es gibt jetzt erste komplett eisenbasierte Batterien in China, die brauchen nicht mehr seltene Erden. Okay, so. Das ist neu, ja. Das wusste ich nicht. Fast alles, wovon ich gerade gesprochen habe, ist ursprünglich mal patentiert und erfunden worden in Deutschland. Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus. Okay. Und der Hybridmotor so. Ja, jetzt geht der Armin Laschet, oder was? Armin Scholz, ich krieg die nicht mal auseinander. Einer der Armins, ja. So, der geht nach Brandenburg in die Tesla-Fabrik mit leuchtenden Augen und sagt, wow, ihr seid Weltmarktführer. Stimmt, sind sie. Mit deutschen Erfindungen. Die Frage ist nur, warum haben die Deutschen das selber nicht gemacht? Die Antwort ist, die Politik hat den Autofirmen immer gesagt, hey, ihr seid cool, wie ihr seid. Schummelt, Software, na gut. Und das geht halt einfach nicht mehr. Und die verlieren den Anschluss, die verlieren Markt, die verlieren damit den... Die verspielen den Wohlstand Deutschlands. Die Automobilindustrie ist nicht irgendeine, ist eine der wichtigsten Kernsäulen der deutschen Wirtschaft. Und da geht halt nicht, es ist nicht nur ein Klimathema, es ist auch ein Wirtschaftsthema, was die hier gerade an die Wand fahren. Ja, voll. Nee, voll. Ich muss dazu sagen, ich fahre Tesla. Eigentlich, also seit einem Jahr oder so habe ich mir einen Tesla, ganz ehrlich, es war jetzt gar nicht so, ich will die Umwelt retten und so, sage ich gerade, ein Freund von mir ist Autohändler, der hatte das günstig da und der meinte, hey, das ist so geil, du willst nie wieder einen Motor fahren und es ist tatsächlich so, es ist so beruhigend, es ist wirklich, es ist anders und jetzt, wenn ich mal zwischendurch in Berlin ein anderes Auto fahre oder so, denke ich so, oh Mann, ist der laut, so, du bist Tesla, so ruhig und das Laden ist natürlich nervig, von Essen nach Berlin fahren, das habe ich erst nur einmal gemacht, das ist so nervig, du fährst 2 Stunden länger, 3 Stunden länger als sonst, wegen der Ladegeschwindigkeit. Da habe ich sehr viel darüber nachgedacht und auf die Idee bin ich dann mit Kollegen immer, wenn wir gesprochen haben, haben wir gesagt, eigentlich müsste es so eine Flatrate geben, wie bei einem, wenn du dir ein Handy kaufst, kriegst du ja noch einen Mobilfunkvertrag, also müsstest du dir einen Tesla oder ein E-Auto kaufen, aber noch einen Akkuvertrag kriegen, so du bezahlst 50 Euro, 100 Euro im Monat, dafür hast du in kleiner Version, du gehst kurz zur Tanke, dann gehst du rein, holst dir eine Cola, in der Zeit schieben die dir so ein Teil raus und schieben das rein und dann hast du neu und dafür hast du so einen laufenden Vertrag. Ich denke, nur so kann es richtig, wie du gesagt hast, auch von der Geschwindigkeit her laufen, aber es sei denn, es kommen neue Ideen. Darf ich mal noch was fragen? Bitte, bitte.
Wenn du einen Kumpel hast, der Händler ist und Sachen günstiger besorgen kann. Nicht günstiger, ist einfach ein Autohändler, der mir... Fünf für mich. Was brauchst du? PlayStation 5, Mann, ich kann nicht mehr. Ey, Omi, pass auf, hör zu. Ich habe einen Freund, der arbeitet, das ist unglaublich, dass du auch Frankfurter bist. Kennst du Chaka, den Rapper? Ja, klar. Ja, echt? Aber kennt ihr euch persönlich? Nein. Okay, pass auf, ja, okay. Also Chaka, schöne Grüße an dich, mein Freund. Der hat mir mal jemanden vorgestellt, der Chef ist einer Mediamarkt und dadurch habe ich eine PlayStation 5 bekommen. Aber jetzt kommt... Das ist so Frankfurt. Darf ich noch einmal ein Enisa-Zitat, ja? Es gibt, ich kann das stundenlang auch in eigenen Beispielen sagen, aber die ist halt Enisa Amani, die kann das halt so, wie es halt jeder checkt. So. Ich danke dem und da ist Arbeit. Arbeit ist aber immer im Management so, Arbeit ist Frankfurt, also ich wache morgens auf und ich finde, ich muss heute mal mit dem Bürgermeister von New Jersey telefonieren. Sage ich, Arbeit, besorg mal bitte Nummer. Ja. Ich kenne Eritrea, der kennt Äthiopien, der kennt wieder einen Kumpel, der ist da wiederum beim Mediamarkt, der hat einen Cousin, der Cousin von ja, typisch so. Der Großvater von dem seinen Neffen und ja, ich habe hier hast du die Nummer. So. Er ist, es ist wirklich der absolute Iraner-Style. Was soll ich sagen? Netzwerken ist, glaube ich, bei uns in der DNA. Ne? Gibt es irgendwas, was wir besser können als Netzwerken? Ich glaube noch, sarkastisch sein ist, glaube ich, auch die totale Iraner-DNA. Also jeder von meinen Onkels könnte ein Stand-Upper sein, habe ich das Gefühl. Jeder aus meiner Familie könnte eine Stand-Up-Tour gehen eigentlich. Aber gehst du mit mir mal, ich bin mal in der Comedia aufgetreten vor 3 Jahren oder so. Ja. In Köln. Ja. Wollen wir mal zusammen auftreten? Krass, in Köln, oder? Wie kam das denn? Ja, können wir gerne zusammen auftreten. Zingsheim ist ein super Stand-Up-Typ, finde ich, ein super lieber Kerl, auch noch musikalisch total geil. Und der Zingsheim hat mich mal eingeladen und dann hat er ein Stand-Up gemacht, danach hatten wir einen Talk. Und beim Rausgehen dachte ich, das, was du kannst, das kenne ich auch. Ja. Das ist doch, was soll das? Und dann hat er gesagt, ja, dann komm doch mal. Dann hat er mich nochmal eingeladen, hat natürlich sofort gechallenged gefühlt, dann muss ich da auftreten als deiner. Aber das nächste Mal mit dir ist safe, dann verstehe ich mich. Ja, gerne, let's go. Ich sag dir jetzt noch was vielleicht das Herz einige Leute brechen wird. Die PlayStation 5 haben wir so vor 4-5 Monaten gekriegt, aber ich habe halt einen regulären Preis bezahlt, war jetzt nicht irgendwie besonders, aber das Besondere ist, man kriegt es ja irgendwie nicht. Jetzt steht das aber seit Monaten wirklich original verpackt bei uns in Office, weil wir immer noch nicht wussten, wohin tun wir es. Irgendwie die Zeit ist auch vorangegangen und jetzt habe ich gelesen, jetzt vor ein paar Tagen, dass der Chip irgendwie noch schwerer ist zu bekommen, Sony noch mehr Probleme hat und der Preis wieder gestiegen ist. Jetzt habe ich zu meinem Mitarbeiter, zu meinen Kollegen gesagt, sollen wir was verkaufen? Wir mal doppelt. Irgendwie macht es keinen Sinn. Sofort ein für 1.300 Euro, ja. Und das ist halt 1.300 total... Euro? Ach du Scheiße, was haben wir bezahlt? 400 oder so oder 500 max. Das ist total krank. Also, weißt du, was der Grund dafür ist? Ja. Der Grund dafür ist Halbleitermangel. Ah, okay. Eines der größten Probleme zurzeit auf der Welt. Es gibt halt einzelne Staaten, die haben den Halbleitermarkt komplett leer gekauft. Und das ist für die anderen nicht mehr da. Das erklärt im Übrigen auch ganz viele der Spannungen, da zumindest aktuellen Spannungen zwischen China und Taiwan, weil Taiwan ist einer der größten Halbleiterhersteller. Ah, crazy. Markt weggekauft und deshalb, mein Leben besteht eigentlich aus solchen Zusammenhängen, ja, das ist die ganze Zeit. Und ich mache Außenpolitik und da ist ganz, ganz viel Ressortverteilung. Ja, wir haben, ich arbeite ab und zu mit Samsung zusammen, mache was für die und die hatten auch total die Lieferschwierigkeiten für ihrem neuen Telefon, weil in Vietnam Corona so abgegangen ist und da viel Produktion ist und da merkst du wieder, ne, an so Sachen merkst du wieder, wie krass Butterfly-Effekt, jede Scheiße hängt mit allem zusammen, wir sind doch viel enger aneinander alle und so weiter. Aber lass mich nochmal zurückkommen, zur Politik muss das entscheiden, die Sache ist auch, du kennst das ja, man sagt ja immer, don't hate the player, hate the game, oder ich sage immer, don't hate the player, change the game. Die Sache ist ja, man kann jetzt nicht sauer sein auf den einen, der vielleicht fliegt oder von Nürnberg nach Stuttgart fliegt oder von Nürnberg nach Frankfurt oder viel Fleisch isst oder vielleicht nicht so achtet, aber ich denke, die Politik ist gefragt, wenn die Gesetze geändert werden oder wenn die Gesetze angepasst werden und so weiter, dann nach einer Zeit, du gewöhnst dich sowieso dran und dann kommt dieses Gefühl, machen ja eh alle dann, ist ja auch dann das neue Normal und dann ist es auch einfach, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schwer, die Umwelt zu retten. Ich denke auch, aber wieso kommt man nicht aus dem Arsch? Was ist das Thema? Das Thema ist, dass
es einfach nicht genug Mut gibt in meiner Branche, den Leuten geradeaus zu sagen, wir müssen jetzt ein paar Sachen ändern. Und dann erzählt man das erst dann, wenn es zu spät ist und wenn es nicht anders geht. Und dann werden plötzlich nach dem Hochwasser alle Klimakanzler so. Und das ist halt einfach, das ist eine Grundannahme, die da heißt, die Leute sind zu doof. Die Leute sind dabei. Ja. Oder sie haben vergessen, was du gestern noch gesagt hast. So ja, nee, aber die Leute haben weder vergessen, noch sind sie doof. Du musst einfach hingehen und nun einfach bereit sein, mit offenem Visier zu diskutieren. Und dann musst du auch Widerspruch aushalten. Ich sag dir mal ein Beispiel, wie du angefangen hast, dir nicht gefallen wird. So. Bitte. Seit ich im Bundestag war, habe ich immer für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gestimmt. Mhm. Fand ihn bis zum letzten Augenblick richtig. Ich war ganz oft in Afghanistan und habe viele Freunde da, kann die Landessprache, du ja auch so, und verständigen können wir uns zumindest da. Und die haben mir immer erklärt, was die glauben, was notwendig ist fürs Land. Und deshalb habe ich dann dementsprechend auch so argumentiert und auch so abgestimmt. Ja. Für die Leute in Afghanistan. So. Der Einsatz war ja die letzten Jahre, mehr als ein Jahrzehnt, alles noch nicht beliebt. So, Zustimmungsraten unter 20%. Ich auf dem Panel, da saßen 5 Leute, alle so, ich komme rein, das Thema ist Afghanistan, ich bin dafür, buhen, schreien, alle dagegen. So. Und dann kommen die anderen und, nee, andersrum. Erst fangen die anderen an, der eine sagt, nee, ich weiß nicht, ich bin zwar in der Partei, die das auch trägt, aber ich bin dagegen. Der dritte redet über das Wetter, der vierte redet über den Busverkehr. So. Und dann komme ich und sage, ist so. Und dann gibt es einen Buhen und dann diskutieren wir miteinander. Und dann passieren zwei Dinge. Erstens, Erstens, die Leute buhen nicht mehr. Zweitens, einige im Publikum sagen, ja, es ist ja gar nicht so doof, was du da sagst. Mhm. Und drittens, die anderen, die sich bisher im Gebüsch versteckt haben, die kommen so langsam raus und fangen auch an, dann zu argumentieren. So, es braucht einfach Leute, die vorangehen. Ich mache das nicht, weil ich ein Held bin und ich bin nur ein einfacher Abgeordneter. Aber eine Bundeskanzlerin, die grundsätzlich immer nur reagiert 16 Jahre lang auf alles, die geht halt nicht voran und kommuniziert so, dass sie die Leute mitnimmt. Ich habe die Frau so oft auf internationalen Konferenzen gesehen. Die war großartig, die hat den Saal gerockt, München 2018 oder 19. Die hat geredet, die Leute haben die gesamte internationale Gemeinschaft auf den Tischen getanzt. Und dann habe ich mich gefragt, wow, krass, warum hat die denn 2015 sich nicht einmal hingestellt, so eine Rede an das deutsche Volk gehalten, in Anführungsstrichen. Hm. Deutschen erklärt, wir machen das so und so und so, das wird folgende Schwierigkeiten geben, das ist nicht absehbar, aber das ist absehbar, das machen wir mit dem Ziel und das ist das, was zu tun ist. So, und es geht nicht nur um Merkel, es geht um meine ganze Kaste. So, das fehlt halt. Wir brauchen offenes Visier, wir müssen, die Leute checken doch, wenn ich sage, Leute, wenn wir jetzt die Ladestation aufbauen wollen, dann wird es das und das kosten und es das bedeutet, dass man nochmal hinten rechts in der Tankstelle 2 Zapfsäulen wegfallen werden. Das ist auch kein Problem. Ja, ist ja eigentlich. Das ist ja die Angst vor Veränderung. Man hat ja immer Angst vor Veränderung. Der Mensch ist ja so. Aber sag mal, warum hat Frau Merkel 2005 so eine Rede nicht gehalten? Weil können tut sie es ja. Aber warum hat sie es nicht gemacht? Geht es da eher darum, ja, Wahlen gewinnen, ne? Profi, Politik. Ja, das ist immer, ja klar, weil, aber so geht es halt nicht. Ja, natürlich, aber das ist ja euer Geschäft immer. Das ist ja bei mir, das ist, warum ich nie in die Politik gehe oder nicht in die Politik gehen kann. Das ist, weil ich mir so denke, auf dem Weg, du hast so viele Kompromisse, du bist ja nicht mehr du irgendwann. Das Geschäft, ich finde, das Geschäft so, geht so nicht. Das Geschäft geht nicht so, dass du 3 Monate vor der Wahl plötzlich anfängst nur noch dich im Schrank einzuschließen und Kassetten abspielst. So, aber du, ja. Für die Leute, die jetzt zugucken und zuhören, Kassetten. Kassetten, ja. Bleistift rein, drehen, damit es da läuft. Ja, aber du wirst vielleicht dann Momente haben, wo die Leute dann tatsächlich dann irgendwie deine Umfragen hochgehen oder runtergehen. Aber langfristig zerstörst du das Vertrauen der Leute. Jo. Sorry, tut mir leid. Du hast echt nicht so guten Empfang, ne? Dank Helmut Kohl. Guck mal, ich habe hier 3 verschiedene Quellen, die ich laufend anzapfe und normalerweise geht deshalb Verzeihung. Ach, alles gut, alles gut. Wusstest du, dass man in Deutschland, wenn man will und das Geld in die Hand nimmt, in 2 Jahren alle Funklöcher stopfen kann? Alle? Wirklich? Warum funktioniert es nicht? Weil zum Beispiel der Olaf Scholz und Schäuble die letzten 12 Jahre immer gesagt haben, das Wichtigste ist,
die schwarze Null und dass wir nicht neue Schulden machen und die schwarze Null, das ist wie der schwarze Peter eigentlich, einfach schieben, wo man es braucht. Ganz ehrlich, das ist so schlimm, also ich brauche diese, ich will jetzt die Story nicht auspacken, die kennt doch jeder, aber egal in welchem Land du bist, auch ich sag mal wirtschaftsschwächere Länder als Deutschland haben besseres Internet. Hey, ich telefoniere rund um die Uhr mit Kabul. Ja, so. Ja, die haben und wahrscheinlich... Ja, die haben das Internet da runtergedrosselt, trotzdem fliege ich aus der Leitung. Ja, ja, ist unglaublich. Ich treffe andauernd Botschafter und mein Running ist die erste Frage, wie geht's Ihnen, wie haben Sie sich eingelebt und wie kommen Sie mit dem Internet in Berlin-Mitte klar? Ja. So, wenn die, egal ob sie aus Ruanda, aus Kolumbien oder aus Estland sind, die entweder lachen sie oder die heulen, ja. Ja, das ist unglaublich. Das ist wirklich, weißt du, wie willst du so in die Zukunft kommen, Alter? Wie willst du konkurrieren? Das ist ja nicht nur eine Bequemlichkeitsfrage. So, es gibt eine Ministerin am Kabinettstisch, die wird in die Dachwelt eingehen mit einem Satz, da heißt nicht, jede Milchkanne braucht einen 5G-Anschluss. Du meinst, meine Frau Karliczek. Ja, egal. So, es gibt viele Leute im Kabinett, wo man mal die... Ja, okay. Unglaublich. Okay. Also, ganz kurz, in Brandenburg gab es die letzten 5 Jahre weniger Niederschlag als in der Wüste Negev in Israel. Wow. So, wenn du da Landwirtschaft machst, musst du per Computer und Digitalisierung jeden Wassertropfen 3-mal umdrehen, bevor du den ausgeben kannst. Deshalb braucht jede Milchkanne 5G-Anschluss. Ja, klar. Total einfach. Aber Hauptsache... Keine Experimente, sie kennen mich, alles bleibt so, wie es ist. Ja, das ist das. Das ist das. Die Sache ist bei der Politik, ist das immer so, also so wie ich das wahrnehme, du musst einmal nach außen etwas tun und dann die ganze Zeit gucken, dass du von hinten sozusagen mit dem, du musst immer nach hinten schauen, dass du nicht gestabbt wirst, dass dein Job nicht jemand anderer die ganze Zeit anpeilt. Ich meine, es ist ja in Firmen nicht anders. Als CEO musst du einmal die Firma nach vorne bringen, aber 50% der Zeit musst du auch gucken, dass du den Job behältst. Das ist ja das Problem. Okay, dann noch ein letzter Versuch. Wenn du die ganze Zeit so redest, wenn das oberste Ziel deiner Kommunikation ist, keine Fehler zu machen, ja. Dann redest du nicht mehr. Ja, jetzt gibt es ein neues Wort dafür, Cancel Culture oder so, aber das ist das. Warum können... Cancel Culture meine ich nicht. Ich meine was anderes. Okay. 2016, die letzten Wochen vor der Wahl von Hillary Clinton, fragte irgendeine Website die beiden, was ist ihre Lieblings-Eissorte? Hillary Clintons Antwort, 4 Absätze nach 10 Stunden, haben wahrscheinlich jetzt Umfragen gemacht. Ich mag irgendwie jedes Eis. Eis ist so amerikanisch. Eismacher schaffen Jobs. Eis, so. Ja. Trump Antwort nach 10 Minuten, ich mag kein Eis. Leute, wird kein niemanden, der kein Eis mag. Das geht gar nicht. So. Ja. Wenn ich mit meinen Leuten in meiner Partei rede, sage ich, ihr steht am Wahlkampfstand, jemand kommt und sagt, was ist deine Lieblings-Eissorte? Sag bitte Vanille oder Stracciatella oder was deine Lieblings-Eissorte ist. Aber sag bitte nicht, Hauptsache freilaufend, gewaltfrei und ökologisch abbaubar regional. So, es ist nicht so kompliziert. Wir müssen einfach normal sprechen, wie Leute auch normal sprechen. Und tun wir es nicht, schalten die Leute einfach ab, weil die keinen Bock haben auf Raten. Ja, total. Phrasen und diese Politikverdrossenheit kommt ja auch dadurch, dass man das Gefühl hat, ey, das ist kein Mensch, das ist ein Roboter. Also das ist ja sehr wenig. Apropos Roboter, hast du schon mal Tone? Ey, kennst du Tone? Ja, der Reimroboter? Natürlich. Ey, Alter, was können wir denn machen, damit der größte Rapper der Geschichte der Menschheit irgendwie die Props kriegt, die er verdient? Oh mein Gott, jetzt habe ich vergessen, du bist ja, das ist ja genau dein Alter, ne? Aber ich bin halt, für mich ist, muss ich sagen, Tone habe ich so viel, viel später nochmal so nachgehört. Für mich war so Azad, so der, also wenn wir jetzt von Frankfurt und dann, der Azad ist so das Ding, das kennst du auch, ne? Azad ist der Boss. Ja, genau. Aber Azad, diese Leute wären alle nix ohne Tone. Und das, also Azad weiß es, im Gegensatz zu vielen anderen. Azad weiß es auch. Ja. Ey, dieser Typ, der braucht ein Denkmal. Das ist der Lieblingsrapper, Tone. Die Norm vom Metronom. Ja, so, also krasser geht's. Kannst du dir mal irgendwelche Props geben, bitte? Aber der Tone kriegt schon in unserer Szene, also die jungen Leute und die jungen Rapper, die wissen wahrscheinlich wirklich nicht mehr, wer das ist und so, aber der bekommt schon
Respekt, die Leute wissen schon. Ist übrigens das eins der allerersten Interviews, vielleicht das allererste Interview, was ich gemacht habe, war mit Azad, Tone, 439, Hannibal Solo, die Jungs alle. Haben wir mal irgendwo in, wo war das, in Wiesbaden, da war so ein Casino, da gab es ein Fotoshooting von denen und da waren wir und haben die interviewt. Da habe ich Tone mal kennengelernt zum ersten Mal. Ey, der ist eine Maschine, der sieht auch immer noch aus wie eine Maschine. Einer der liebsten Leute, die ich kenne. Das ist einer der geilsten von allem, ein feiner Kerl, großartig. Und Battle Rap auf zwei Beinen, ja. Ja, du weißt ja, aus dir wäre ja auch fast ein Rapper geworden. Wieso hast du dich dagegen entschieden, dann doch und dann ein bisschen in Politik? Also ich da soll ich jetzt was sehr Böses sagen? Ich hatte kein Talent und Agro hat nicht angerufen. Ja gut. Ich meine, es gab ja viele Labels, die nicht so richtig aufs Talent geguckt haben. Ist heute ja noch härter so. Also, könnte man meinen, ich, Opi, früher war alles besser. Aber nee, ich war nicht gut genug. Fertig. Was hörst du denn heute so? Hörst du denn noch Rap? Hast du überhaupt noch Zeit, sagen wir mal, dir die neuen Sachen reinzuziehen? Was ich gerade mache, ist, wenn ich nicht mit dir rede, telefoniere ich entweder mit Afghanistan oder ich mache Wahlkampf. Und im Wahlkampf ist ja ganz viel rumreisen und rumfahren auch. Mhm. Und ich habe da einen jungen Typen, einen jungen Padawan, der ein sehr feiner Kerl ist und der ungefähr auf dem Wissensstand ist, den du gerade genannt hast. Und ich gehe gerade mit ihm seit 3 Wochen die Geschichte des Hip-Hops durch. Oh mein Gott. Mit was weiß ich, ich habe ihm angefangen mit Kool Herc. Direkt der Erfinder. der erste Mega-Freestyler. Einmal alles durch, so, jetzt sind wir schon mitten im Deutschrap der 90er Jahre. Alter. Also wir sind schon Ende der 90er mittlerweile, aber. Und jetzt habe ich was Asoziales gemacht. Ich habe, weil der ist so overloaded. Der flasht das, aber natürlich kann man sich den ganzen. Ich labe den ja voll, der kann sich das ja nicht merken, der Arme. Grüße an Emre, du bist der Geilste. Jetzt habe ich noch die französische Seite noch angefangen. Jetzt ist es auch noch der dritte, ich erzähle noch den französischen Rap. Und wenn der irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr, fange ich noch mit dem Senegalesischen an. Weil der ist auch eine geile Geschichte. Aber französischen Rap hörst du auch? Kennst du dich ein bisschen aus? Ich habe alle Longplayer bis auf einen bis 96. 96 ist aber der French Rap quasi explodiert. Ja. Ein bisschen so wie die Beginners in Deutschland, so eine Bambule, seit Bambule. Und danach war es nicht mehr beherrschbar. Das konnte nicht mehr alles. Jetzt ist es ja eines der größten Szenen und Märkte der Welt. Aber ja, du hast wahrscheinlich auch Supreme NTN gehört oder so I Am oder sowas, ja, ne? Ja, wobei ich habe viel mehr Sensation 6 gehört. Und so. Also geil. Und Marseille, das Marseille-Zeug und sagen wir mal Quartier Nord und Marseille, das waren eher so meine. Ich bin auch tatsächlich hingefahren nach Quartier Nord und bin auf irgendwelche Partys und habe irgendwie krass mit irgendwelchen Leuten lustig abgehangen, die sich immer gefragt haben, was ist das deiner, wer kommt denn da, kennst du den? So, das war cool. Das ist eh krass. Ja, ist total geil. Ist ja, du sprichst ja auch ganz gut noch Farsi, ne? Und das ist ja total irre. Ich habe in der Schule gar keinen Bock auf Französischunterricht gehabt wegen meinem Lehrer, weil der so Asi war, aber der so unsympathisch war und gar keinen Bock gehabt auf den. Aber später habe ich gedacht, schade, hätte ich mal ein bisschen mehr gelernt, weil als Perser hat man voll den Zugang, weil man hat ja schon 150, 200 Wörter, Lehnwörter drauf, ne? Aber schade, Mann, das war wirklich so eine Personaliensache. Ich gelobe, dass ich keinen mehr mache. Auch voll explodiert ist Senerap, also die senegalesische Rap-Szene. Wie kommst du aber da drauf so? Über Frankreich auch? Jede Geschichte fängt immer an mit, wie kamst du darauf, fängt immer an mit, ich hatte meine Freundin. Ja, gut. Ich hatte meine Freundin, ihr Vater, ein legendärer Musikproduzent, ja. Afrikanischer Musik, genialer Typ. Und der hat nicht so viel mit Rap zu tun gehabt, aber das Zeug teilweise auch mitgebracht. Und dann hörte ich die beiden, also Dara J und Positive Black Soul, das waren die beiden Urbands. Und die haben halt das Land echt auf den Kopf gestellt. So. Und dann habe ich ein langes Interview auch gehabt mit dem DJ von Positive Black Soul und habe irgendwie, das war so strange, ich habe vor ein paar Jahren eine Compilation gekauft,
Ja. Auf CDs gehabt, eine Compilation gekauft von Stanley Rapp und habe dann irgendwie das gehört und ich kannte die Hälfte, die andere Hälfte war neu, kannte ich nicht, war spannend, dann habe ich in dem Booklet ein bisschen rumgelesen und ganz hinten stand, ich überlege, nee, das habe ich jetzt hier nicht hingeguckt, ganz hinten stand, ja, und weiterführende Literatur, lesen Sie das, ja. Und ganz, und natürlich kann man immer noch empfehlen, auch wenn überhaupt nicht mehr aktualisiert, aber in den Grundzügen immer noch richtig das Standardwerk von Omid Nuripur zu Senerap auf der Webseite der Universität Mainz nachzulesen. Wow! Okay, ey, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich geschrieben habe, es ist 100 Jahre her, aber da, es gibt halt Nischen, wenn du da reingehst, dann bleibt, was du da verzapfst, weil halt einfach nicht so viele Leute da reinkommen. Naja, aber ja, klar. Extrem stark. Es ist auch wie die Kiddies da. Was die da raushauen, ist Wahnsinn. Ja, Rap verändert. Ja, weißt du, ich will jetzt gar nicht so tief da reintauchen, aber lass mich dir sagen, italienischer Rap und auch türkischer Rap, also auch besonders italienischer Rap, die explodieren die letzten 2-3 Jahre so sehr, die holen auf, die haben marktähnliche Klickzahlen wie Deutschland in Italien jetzt, aber vor 5 Jahren gab es das da gar nicht. Das hat sehr... Gibt es italienische Double Timer? Ich habe noch nie Italienisch ist das einzige. Ja, es gibt italienisch, es gibt wunderbaren italienischen Trap auch. Also Trap, schnell, langsam, schneller. Die Sache ist einfach, du weißt, was Autotune ist, ne? Diese Effekte über die Stimme, dass du so quasi singen kannst. Ich glaube, das hat so Länder wie Italien, auch in Türkei, dazu gebracht, das doch geil zu finden, weil die finden eigentlich dieses Boom-Bap und dann ein bisschen politischer Inhalt, Boom-Bap, so Boom-Boom-Boom-Boom, das finden die eigentlich scheiße, das hat nicht so richtig funktioniert da, aber jetzt, weißt du, die haben ja auch eine starke Heimatmucke, die Italiener, die haben ja ihre eigenen Megastars da und so, das ist ja nicht so wie bei uns, das ist nicht so beliebt, Schlager ist ja so ein bisschen uncool auch, das gibt ja keiner, würde ja öffentlich sagen, ich höre gern Schlager. Oder kaum. Aber es ändert sich das auch gerade ein bisschen. Aber auf jeden Fall, Autotune und Gesang und Melodien und so, das hat total den Markt da verändert. Muss man sehen. Aber ich muss ja trotzdem fragen, weil ernsthaft, wenn du einen weißt, sag mal, weil wenn du sagst, türkisch und italienisch, dann ist das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist natürlich Jazzer. So, und ja, Jazza, aber das ist aber way back, obwohl er natürlich, also Jazza ist natürlich ein sehr, sehr guter und auch schnell und so ist der, also auch, aber da gibt's mittlerweile ganz andere, also wie gesagt, Italien noch viel mehr, schreibe ich dir mal auf, kannst du mal durchhören. Ja, aber wie gesagt, wenn du mal einen italienischen Double-Timer, den man mal hören musst, weißt, dann sag mal, weil ich kenne keinen. Naja, auf jeden Fall, sag ich. Lass uns doch noch mal ein, zwei Sätze über die Grünen verlieren. Wir haben Bundestagswahl, Freunde. Lass uns da ein, zwei Sachen. Findest du die eure Spitzenkandidatin, Frau Baerbock, wird sie, findest du, ein bisschen härter rangenommen als ihre männlichen Konkurrenten? Also, weil sie halt eine Frau ist, so will ich das sagen. Ich habe ja gerade den Wahlkampf in den USA 16 genannt. Ein Freund von mir hat damals relativ eng, das was weiß ich, wie viel da mal, eine demokratische Kampagne mitgemacht. Und dann kam er zurück und der Michael erzählte, dann super frustriert war er nach der Wahl, da hat er erzählt, was aus seiner Sicht der Grund war, warum Trump gewählt wurde, wie die Demokraten verkackt haben. Ja. Und dann sagt er am Ende, und ich muss einfach auch feststellen, es ist viel leichter, einen sexistischen Wahlkampf zu machen. Es ist noch leichter, einen sexistischen Wahlkampf zu machen, als einen rassistischen Wahlkampf. Ja, es ist in Deutschland nicht viel anders. Ja. Es gibt jetzt Studien, zum Beispiel über Fake News. Bertelsmann hat, glaube ich, letzte Woche eine veröffentlicht. Ja. Die Fake News der letzten 6 Monate über die beiden Kanzlerkandidaten waren 29% über Laschet und 71% über Baerbock. Das hat System, Mann. So, und wir könnten auch reden im Übrigen über staatliche Fake News, die hier reinfließen. Das ist auch ein sehr großes Thema. Weißt du, okay. Ja. Staatliche Fake News, das ist ja krass. Aus Deutschland, sondern aus anderen Staaten. Okay, okay. Ja, so, du meinst so RT oder sowas? das ist das Flaggschiff von Fake News. Das ist crazy, ja. Ja, also. Aber es gibt mir im Übrigen, gerade wenn du RT nennst, es gibt ein Thema, was bei denen noch, der Bundestagswahlkampf ist ungefähr 20% der Fake News bei denen. Ja. 80% sind übers Impfen.
Ja, das ist so wild. Das ist weit wichtiger als diese Wahl. Leute, bitte, bitte, redet mit seriösen Leuten und guckt nicht, was irgendwen Scherpiges auf eurer WhatsApp, was euch sagt, dass der Magnetismus euer Gehirn beschädigt, nachdem ihr geimpft worden seid oder dass ihr... Das ist ein unsägliches Thema. Ich verstehe das auch nicht. Also ich verstehe es auch nicht, ehrlich. Wir reden viel darüber, wir diskutieren nochmal viel. Wo kommt das her, dass plötzlich keiner mehr keinem glaubt? Man kann nicht mehr verifizieren, welcher Quelle. Man ist, glaube ich, nur noch völlig wahnlich. Man ist lost im Internet. Es gibt... Du kannst ja alles googeln und alles, was du willst, wirst du auch... Also alles, woran du glaubst, wirst du auch finden im Internet. Egal, was es ist. Du kannst jede Krankheit googeln und mit jede Krankheitssymptome googeln und dann kommt immer genau raus, was du willst. Also es ist, man ist lost. Ich hatte früher ein sichereres Gefühl. Was ist das? Wo kommt das her? Keine Ahnung. Wie viele Jahre habe ich Zeit, um jetzt mal eine Antwort zu geben? Ja, es ist wirklich. Ja, ich habe kompliziert. Im Kern ist das, ich habe einen wahnsinnig tollen Freund, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, du kennst den, weil der so musikmäßig da bei dir ist. Okay. So. Wir reden viel über das Thema und der glaubt nichts von dem, was RKI und so sagt. Ja. Oh mein Gott, leider ist die Hip-Hop-Szene ja durch. Ja, weißt du, wie gesagt, ich bringe jetzt nichts. Ich liebe den immer noch. Nee, sag gar nichts. Der sagt, der hatte einen Moment von massiver Erschütterung seines Vertrauens. Und das war in seinem Fall der Irakkrieg 2003. Ja, klar, okay. Und der sagt, die haben uns 2003 beschissen. Die haben erzählt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Wie kannst du mir denn jetzt irgendwie garantieren, dass wir jetzt nicht wieder beschissen werden? Und jeder Mensch hat halt so ein Momentum. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Thema. Das zweite große Thema ist, die Lokalzeitungslandschaft zerfällt ja auseinander. Aus ökonomischen Gründen, weil Geiz ist geil. Beginnt wieder Informationsbeschaffung. Aber Leute, eine gute Nachricht muss recherchiert werden, aufgearbeitet, das kostet Geld, das fällt nicht vom Himmel. So, wenn Tagesschau meldet, gestern ist in Berlin das beschlossen worden, kann sein, kann nicht sein, weiß man nicht. Wenn die Frankfurter Rundschau schreibt, gestern ist ein Haus bei dir um die Ecke abgefackelt, dann gehst du hin und guckst dir, kannst da vorbeigehen und dir das angucken. Dieser Lokaljournalismus ist von immenser Bedeutung, damit die Leute gegenchecken können. Und so wächst halt auch Vertrauen. Und das ist absolut zentral. Das Letzte, was ich noch sagen will, ist, wir als Politik müssen halt liefern. Wir müssen einfach das, was die Leute von uns erwarten, was der Job von Politik ist, liefern. Ich sehe 92-Jährige in Ostvorpommern, die sagt mir, ich habe AfD gewählt. Ich frage, warum? Ostvorpommern kurz vor der polnischen Grenze. Ich frage, warum? Dann sagt sie, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, passiert hoffentlich nicht. Und der Pfleger ist gerade zufällig da und der ruft einen Krankenwagen. Der Krankenwagen braucht 90 Minuten. Wofür zahle ich Steuern? So, das ist die richtige Frage. Die Leute müssen erleben, dass wir das Geld, was sie uns anvertrauen. Und das ist unglaublich wichtig. Ich will noch ein extrem krasses Beispiel noch sagen. Bitte, bitte. In Brasilien gibt es einen Präsidenten, der einfach nur ein... Boah, es ist ein Drecksack. ich war in Rio ein paar Wochen nach seiner Wahl. Ja. Und habe einen deutschen Korrespondenten getroffen. Der hat mir auf seinem Handy ein Video gezeigt, wie er eine Frau interviewt. Diese Frau hatte einen riesen Button am Revers, da stand drauf Feministinnen für Bolsonaro. Wenn es einen in der Welt gibt, der Feminismus verachtet, der sagt, die findest du in keiner Pimp-Rap-CD. Dann ist es Bolsonaro, ja? So, denn sagt er ja, warum wählen Sie denn Bolsonaro? Es ist gut für uns. Es ist ganz toll. Akademikerin. Dann sagt er ja, aber gucken Sie doch mal, wie können Sie Feministen sagen, der sagt solche Sachen über die Frauen. Das stimmt nicht, sagt die Frau. Der holt sein Handy raus, das ist alles auf dem Video sichtbar gewesen, und zeigt ihr ein Video einer Rede von Bolsonaro im Parlament, wo er nur Four-Letter Words irgendwie von sich gibt. Mhm. Ja. Wo er die Frauen niedermacht, die Frau an und für sich niedermacht über ihre Intelligenz und über die ganzen geschlechtlichen Sachen, die wir alle kennen, so unerträglich. Im Parlament, auf Video, protokolliert. Die Frau überlegt eine Sekunde, dann holt ihr Handy raus, scrollt rum und findet ein Sharepic, auf dem draufsteht, auf dem ein
Liebgucken, der Bolsonaro ist, und daneben steht: Bolsonaro ist ein Freund der Frauen, er schützt und respektiert sie. Alle, die das Gegenteil behaupten, sind rot-gut verwickelt in Deutschland. Das ist alles fake. So, die Frau ist Akademikerin, die ist ja nicht doof. Die will das glauben. Ja, die will das glauben. Das wäre bei Trump nicht anders. Ihr Vertrauen vorher halt woanders nicht mehr da war. Ja, ja, klar. Und das ist das Kernthema. Ja, es ist ja genauso wie mit Trump. Der hat dieses Grab him by the Pussy Audio, das kommt so raus, alles ist klar. Was macht er? Schickt seine sehr hübsche Tochter in die Presse und die sagt: Mein Vater liebt Frauen, mein Vater wird so etwas nie machen, und das ist alles Fake News. Und ich denke so: Ja, aber wir haben doch die Audio. Aber warum wird sogar das wird nicht geglaubt? Es ist total lost. Es ist total lost. Aber du, ich glaube, was dein Kollege da hatte, so ein Moment, wo er so plötzlich nicht mehr glaubt, ich glaube auch, dass solche Momente sich in letzter Zeit häufen, auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dieser Informations- oder Pseudo-Informations- vor allem Überfluss, den wir im Internet haben. Du, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht mit Freunden, die im Gesundheitswesen arbeiten, sogar einer sogar als Arzt. Und das ist einer, wo ich immer gesagt habe, das ist der Klügste in unserem Freundeskreis. Oder? Das ist ein Brain. Ruf den an. Ne? Ey, Corona hat mir eine Seite von ihm gezeigt, das sei ja unerträglich. Plötzlich fängt er an mit, du musst viel Vitamin C fressen, das geht davon weg, die sagen es uns nur nicht, da postet er so Sachen auf. Ich hätte gesagt, das kann mit Intelligenz nichts zu tun haben, diese Sache. Das muss was anderes, es ist ein emotionales Ding. Du kannst solche Leute auch nicht mit Argumenten oder so kommen, du musst sie emotional abholen. Irgendwie ist da was anderes. Ne? Wild. Also ja, ich muss sagen, diese Annalena-Frage, also ich sehe das ja selbst, mit ihr wird nicht so umgegangen wie mit Olaf Scholz und den Laschet, muss ich sagen. Ne? Die Männer sind immer noch, das ist irgendwie wirklich ein bisschen hart, deswegen umso mehr Respekt eigentlich, dass die Merkel das echt geschafft hat, ey, so hart zu bleiben. Ansonsten, ja gut, ich wünsche dir alles Gute für den Wahlkampf, wir haben noch ein paar Tage, zieh durch. Was denkst du, willst du eine Prognose geben, was denkst du? Also ich kann meine eigene Prognose abgeben, weil, und wenn ich darf noch, ne, ich empfinde das, was du gedacht hast, als ein Aufruf zum Schlusswort, richtig? So. Ich wollte, du hast doch noch Zeit, ich habe mehr Zeit als du, glaube ich. Ich glaube, du bist auch unterwegs und machst ein bisschen Promo. Ich muss tatsächlich in 6 Minuten raus. Ja, boah, wir sind perfekt. Ja. Er sagt, du musst in 6 Minuten raus. Okay. Nee, im Ernst, also erstens, es gibt extrem viele Unentschiedene, das heißt, auf der einen Seite keine Ahnung, auf der anderen Seite, ey, lohnt sich bis zum bitteren oder nicht bitteren Ende irgendwie alles zu geben, das werden wir auch machen, ich auch. Das zweite ist, ich bin ja Frankfurter Bub, habe ich das schon mal gesagt? Haben wir, glaube ich, gemerkt. Frieden und Eintracht. ich bin mit 13 in diese Stadt gekommen und diese Stadt hat mir Chancen und Privilegien gegeben, die nicht normal sind, die sie vielen, vielen anderen gegeben hat. Nicht so wie mir, ich bin Abgeordneter, ja, aber diese Stadt ist einfach ein Traum. Und die haben mich in den Bundestag geschickt und wenn die jetzt mich auch noch direkt schicken und ich habe eine ernsthafte, realistische Chance, diesen Wahlkreis zu gewinnen, dann gehe ich jetzt meinen Keller heulen. Ich glaube, also, aber krass. Ich meine, das kennt. Crazy. Oh nein, okay. Jetzt zum Schluss geht sein Internet noch kaputt. Also wenn ich diesen Wahlkreis jetzt ernsthaft gewinne und ich sieht sehr gut aus, ich bin sowas wie der Favorit, dann ist, dann gehe ich jetzt meinen Keller eine Runde heulen, glaube ich. Das wäre echt, wow, das wäre auch sozusagen diese, weißt du, neue Heimat und so, das ist glaube ich, ich kann das glaube ich gar nicht verbalisieren, richtig. Geil, freut mich. Das ja, zweite, ich will aber noch ich habe noch eine große Bitte, die ist weit größer als was machen die Grünen. Ja. Ich rede viel mit Leuten in Afghanistan, ich rede viel mit Leuten in Belarus. Und das sind Leute, die auf Todeslisten sind, die verhaftet werden, die ins Gefängnis kommen, weil sie für viele Freiheiten kämpfen, auch für das Recht aufs Wählen, auf freies Wählen. Und deshalb, ich muss es hier loswerden. In Deutschland, ich bin Frankfurter, hier steht die Paulskirche. Und in dieser Paulskirche waren Leute, die genau für dieses Recht gekämpft haben, am Ende aus dem Land vertrieben worden sind, ins Gefängnis gekommen sind. Auch in diesem Land sind Leute dafür gestorben. Und deshalb, liebe Leute, geht bitte wählen und wählt keine Nazis, wählt eine demokratische Partei. Und wenn ihr Leute kennt, die sagen, warum soll ich wählen gehen, dieses Wahlrecht
existiert, weil die Leute wählen gehen. Wenn niemand mehr wählen geht, ist auch das Wahlrecht kaputt. Auch eine Sache, genau wie mit dem Impfen. Ich habe immer mehr Leute, die sagen, das bringt nichts, ich will nicht, das bringt nichts, ich will nicht. Ja, naja. Ja gut, Freunde, das ist Omid Nuripur. Ich muss sagen, also noch mehr, einen noch iranischeren Namen hättest du gar nicht haben können. Also muss ich ehrlich sagen. Aber ja, aber ich glaube, mein Name, kennst du meinen ganzen Namen eigentlich? Ist auch noch, also das ist noch mehr Roots. Also Roots weiß ich, mehr weiß ich nicht. Verhang mehr. So, weißt du, so, richtig, also noch mehr geht. Also, richtig, Thomas Müller. Auch noch Verhang, ey. Ja, boah, Verhang, Digga. Verhang nehme ich. In Deutschland kriege ich keine Wohnung mit dem Namen. In Iran ist das so richtig random. So jeder heißt so einfach. Ja, ich hab einen großartigen Freund, der heißt Bertan Tufan. Ey, Bertan, du bist der Größte, ich liebe dich. Und Bertan Tufan wohnte eine Zeit in Berlin und immer rief er an und sagte, guten Tag, mein Name ist Bertan Tufan, Sie haben eine Anzeige, klick. Ah, ja. So, das Übliche. Und dann hat er sich was Sensationelles ausgedacht. Und das ging dann sofort. Er rief an, erster Anruf, guten Tag, mein Name ist Bertan Tufan. Ja. Wahnsinn, also, Wahnsinn. Das ist so krass. Das ist, ja, Reframing, einfach Reframing. Super, ey, vielen Dank, Omid, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass es auch so geklappt hat. Wir haben uns echt auf dich gefreut. So. Ja, dann wünsche ich dir wirklich viel Erfolg. Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Es ist wirklich einer der wildesten, muss ich sagen, Wahlen. Früher konnte man ein bisschen enger sagen, was Sache ist. Jetzt gerade kann ich es gar nicht sagen, aber vielleicht hört man sich nach der Wahl noch einmal wieder. Wenn du verlierst, dann vielleicht nicht, weil wir gehen auf Gewinner nur. Weil wir wollen endlich einen Minister kennenlernen, der uns Jobs vermittelt. So. Nein, Spaß. Alles gut. Mein Lieber, vielen Dank und ja, viel Spaß noch heute. Hast ja noch einen langen Tag. Wir gehen jetzt schlafen, ob du glaubst oder nicht. Wir haben die ganze Nacht gestreamt, weißt du? Nein, wir haben wirklich die ganze Nacht live gestreamt und haben gesagt, komm, wir ziehen das durch, wir bleiben jetzt wach, weil sonst sind wir gleich tot. Jetzt gehen wir pennen. So, mein Lieber, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Freunde! Yes, yes. Also, wie gesagt, sehr sympathischer Dude. Muss sagen, im Gegensatz zu anderen Politikern, die wir gesprochen haben, sehr so ein normaler Typ auch, so ein normaler Mensch, der auch so normal gesprochen hat. Irgendwie nicht so der Phrasendrescher. Also, die Story, die der erzählt hat aus dem Camp in Libanon, die syrischen Flüchtlinge mit der Niere. Also das hat mich weggeschockt, muss ich sagen. Ihr wisst, ich habe selber gerade ein Nierenproblem, brauche einen Nierenspender demnächst. Wow, viele Sachen erlebt hat er. Trotzdem, mal die Frage jetzt an der Stelle, abgesehen davon, dass er ist übrigens Direktkandidat. Ne? Wenn in Frankfurt, wenn ihr hier zuschaut aus Frankfurt, wenn ihr für ihn votet, dann ist es direkt. Ne? Wenn er gewinnt, die Wahl gewinnt sozusagen, kommt er direkt in den Bundestag. Ja? So. Dazu mal die Frage, wie sieht's aus bei euch? Sind die Grünen bei euch auf dem Zettel? Wählt ihr Grün? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Was mögt ihr Grün? Habt ihr Grün gemögt, gemocht? Oder war das noch nie ein Thema für euch? Ansonsten, Freunde, wir haben Lars Klingelbeil. Wir kriegen von den Linken noch jemand. Wir haben von der Volt-Partei jemand. Wir bekommen vielleicht Sarah Wagenknecht. Ich träume ja davon, dass wir auch mal Gysi kriegen. Alles ist easy. Mit Gysi, ja, aber ich glaube, vor der Bundestagswahl wird Gysi nichts mehr. Der ist busy as fuck. Wen haben wir noch? Ja, Joe Cialo. Ich glaube, ich habe den Namen richtig gesagt. Joey von den Kelly-Familien. Nein, Joey von der CDU. Weil ich mache ein bisschen Spaß. Joe von der CDU, der im Zukunftsteam von Laschet ist er jetzt ernannt worden. Plötzlich Fame über Nacht. Ja, ich werde mit ihm sprechen. Wenn ihr das seht, ja, morgen spreche ich mit ihm sogar schon, wenn das denn alles klappt. Ansonsten, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, das Gespräch. Schreibt mir in die Kommentare, wie es weitergeht. Wen soll ich vor die Flinte holen? Was wählt ihr? Aus welchen Gründen wählt ihr? Bitte in die Kommentare. Ich freue mich, zu lesen von euch. Und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder oder auf Twitch live. Freunde, wir sind raus. Gangzeichen.